Traumstrände, krummelnde Vulkane, tropische Regenwälder. Costa Rica gilt für viele als wahres Urlaubsparadies. Rund 5 Millionen Einwohner hat das kleine Land, die sich selbst Ticos nennen. Costa Rica ist politisch stabil und hat eine relativ geringe Kriminalitätsrate. Nicht umsonst wird das Land auch als die Schweiz von Mittelamerika bezeichnet. Costa Rica hat eine exportorientierte Marktwirtschaft. Nicht nur durch Ananas und Bananen, sondern auch im Hightech-Bereich. Seit 2009 besteht zudem ein Freihandelsabkommen mit den USA. Im Technopark der Freihandelszone CETA in Karthago, nur rund 20 Kilometer von der Hauptstadt San José entfernt, befindet sich der Sitz von Rau Precision Metals SA. Das Tochterunternehmen der traditionsreichen Pforzheimer Gerau-Gruppe betreibt in Costa Rica eine der ersten Produktionsstätten eines deutschen Herstellers. Von Grund auf wurde hier innerhalb eines Jahres eine komplette Fertigung aufgezogen. Auf rund 2500 Quadratmetern werden hochwertige Präzisionsrohre aus metallischen Legierungen, zum Beispiel Edelstählen und Kobaltbasislegierungen, für den US-Medizinmarkt und die Autoindustrie gefertigt. Es werden die gleichen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards wie in Deutschland angelegt. Um kundenspezifischen Wünschen gerecht zu werden, wurden rund 2,5 Millionen US-Dollar in neue Anlagen und Werkzeuge investiert. Für den Standort in Costa Rica sprechen unter anderem die Währungsstabilität und das große Angebot an qualifizierten und hochmotivierten Arbeitskräften. Im Jahre 1948 erfolgte in Costa Rica die Abschaffung der Armee. Seitdem wird ein Großteil des freigewordenen Budgets in den Ausbildungssektor investiert. Viele junge Menschen sprechen zwei Sprachen. Die Rau Precision Metals SA setzt auf eine Kooperation mit der Technischen Hochschule vor Ort. Neben der Akquirierung des akademischen Nachwuchses werden auch gemeinsame Forschungsprojekte angestrebt. Die Zukunftsvision von Rau Precision Metals SA ist es, weiter zu wachsen, den Standort innerhalb der Gerau-Gruppe zu stärken und künftig weitere Prozesse zu etablieren.